Dankeschön, Robert. Ja, das mit dem Mr. New Office will ich gerne auflösen. Das ist natürlich ein Spitzname mit einem Augenzwinkern, das ist klar. Seit 30 Jahren mache ich Büro- und Arbeitswelt mit meinen Teams und auch im privaten Bekanntenkreis erzähle ich gern von den Dingen. Und es gab einen Abend, da haben meine Freunde zu mir gesagt: Samir, wir wissen, du liebst dein Thema. Du bist Mr. New Office, aber heute kein Wort über Räume. Und das fand ich so nett, den Spitznamen, deshalb kokettiere ich damit. Ja, vielen Dank für die Einladung, Robert. Wie lange lebt das Büro noch? Wofür brauchen wir es überhaupt? War die Einladung, darüber zu sprechen und da zu informieren und zu inspirieren, die nehme ich natürlich gerne wahr und habe eine persönliche Ableitung daraus gemacht, nämlich die übergeordnete Frage zu stellen: Warum wollen wir überhaupt über Büro einen Beitrag leisten? Und aus meiner Sicht geht es hier um die übergeordnete Frage der Arbeitgeberattraktivität. Warum ist Arbeitgeberattraktivität im Moment so ein Top-Thema? Was glaubt ihr, wie hoch ist die Wechselbereitschaft der Altersklasse der 30- bis 40-Jährigen im Moment? Wie viel Prozent sind ansprechbar auf den Jobwechsel? Was denkt ihr? 68%? Stramme Ansage, danke, sehr mutig. Weitere Vorschläge? 30%, okay. Also die letzte Kununu-Studie, die ich gelesen habe, sprach von 53%, genau die Mitte zwischen euch beiden. Aber überlegt euch das mal, das hat es noch nie gegeben. Über 50% aller Mitarbeitenden sind offen für einen Jobwechsel. Was ist noch ein Grund, dass Arbeitgeberattraktivität im Moment so ein Top-Thema ist? Also ich bin 50, das ist auch der Grund, weshalb ich schon so viele Projekte machen konnte. Ich bin 30 Jahre im Beruf. Als ich die Schulbank gedrückt habe, also vor über 30 Jahren, haben wir schon über die auf den sich Kopf stellende Bevölkerungspyramide gesprochen in der Schule. Und da war klar, irgendwann kommen Jahrgänge, da kommen weniger Menschen nach, die in die Jobs gehen, als die, die in den Ruhestand gehen. Was ist jetzt neu? Was ist jetzt aktuell? In den Jahren 2022 und 23 sind tatsächlich die ersten Jahre, wo das der Fall ist. Mehr Menschen gehen in den Ruhestand, als neue in die Jobs nachwachsen. Und auch das drückt natürlich auf das Thema Fachkräftemangel, Nachbesetzen von Jobs und befeuert das Thema Arbeitgeberattraktivität. Es gibt einige weitere Aspekte, unter anderem auch den Aspekt, dass die Pandemiezeit und die hybride Arbeitswelt den Erwartungshorizont aller Mitarbeitenden massiv verändert hat. Menschen erwarten heute etwas anderes. Auch das zahlt auf dieses Thema ein, dass Arbeitgeberattraktivität ein Top-Thema ist. Also möchte ich meine Ausführungen und die Inspiration für euch alle in den Kontext von Arbeitgeberattraktivität stellen. Unser Schwerpunkt sind natürlich die Wissensarbeiter. Das hat Martina gerade schon gesagt. Wenn wir von Büro- und Arbeitswelten sprechen, sind es vor allem die Wissensarbeiter. Was glaubt ihr hier? Welche Quote an Wissensarbeitern haben wir im deutschsprachigen Raum? Kleine Rechenhilfe. Wir haben in etwa 50 Millionen Erwerbstätige, also Menschen, die in Jobs sind. Wie viele davon glaubt ihr, sind Wissensarbeiter? Also nicht Agrar, nicht Produktion, nicht Industrie, nicht Gesundheitswesen, nicht Einzelhandel, sondern Wissensarbeiter in Büro- und Arbeitswelten. Von Büro-Routinetätigkeiten bis zu wissenschaftsnahen Labortätigkeiten. Sagt mal eine Zahl von 50 Millionen. 37 Millionen. Danke, Martina. Weitere Tipps? Wer traut sich zu, bitte? 50-50 oder 20 Millionen, haben wir drei Tipps. Es ist ziemlich exakt die Mitte. Vielen Dank, alles sehr gute Tipps. Wir haben inzwischen mehr als die Hälfte Wissensarbeiter. Tendenz stark steigend. Also hier wird die Wirtschaft bewegt. In der Welt der Wissensarbeiter wird unsere Wirtschaft im Wesentlichen bewegt. Also ist klar, dass wir uns hier Gedanken machen müssen. Meine Mission, weshalb bin ich auf solchen Bühnen tätig, weshalb schreibe ich ein Buch? Mit meinen Teams schaffe ich wirksamen Raum für Attraktivität, der Menschen begeistert und anzieht. Wirksame Räume, das ist mein Thema in meinem Hauptberuf. Und ich schreibe ein Buch oder bin auf Bühnen, weil ich andere Menschen inspirieren will, New Work wirklich zu verstehen, was es damit auf sich hat und wie man die Transformation erfolgreich gestalten kann. Sprechen wir kurz über New Work.
New Work ist keine Methode. Wir gehen nicht einen agilen Workshop-Setup lernen und danach machen wir New Work. Und New Work ist auch kein Kicker im Büro oder ein Sofa reinzustellen. New Work ist eine Frage der Kultur. Es ist eine neue Art und Weise, auf Arbeit zu blicken. Friedhof Bergmann, der als Begründer der New Work-Bewegung gilt, hat mal gesagt, es geht darum, herauszufinden, was jemand wirklich, wirklich will. Und wenn er das tut, wenn die Person das tut, dann ist es ein stärken- und neigungsorientierter Einsatz des eigenen Potenzials. Wie schön ist das? Das ist New Work. Und wenn man mich fragt, was ist meine Definition, dann geht es darum, menschliche Potenziale zur Entfaltung zu bringen. Sei du selbst und hol das Beste aus dir raus. Das ist New Work. Und dann geht es um Werte. Wenn wir die Wirtschaft verändern wollen, wenn wir Kultur in Unternehmen verändern wollen, dann geschieht das wertebasiert. Was sind die drei Hauptwerte, über die New Work bewegt wird? Freiheit, Autarkie, hat Martina schon drüber gesprochen, deshalb führe ich es nicht stärker aus. Ein wichtiges Werteverständnis. Das zweite ist Sinn und Sinnstiftung. Wenn die Firma, für die ich arbeite, eine tolle Mission hat, mit der ich mich identifizieren kann. Da braucht man nicht über Motivation reden. Da bin ich gerne, da brenne ich für das Thema, da bringe ich mich voll ein. Und wenn die Arbeit, die ich konkret verrichte, meine konkrete Aufgabe, mich inspiriert und richtig befeuert, dann ist das sinnstiftende Tätigkeit. Da bleibe ich. Das ist Klebstoff. In der Rolle bleibe ich, bei der Company bleibe ich. Also Sinn und Sinnstiftung, Autarkie und Freiheit. Und ein neuer Umgang mit Verantwortung, das ist das dritte Thema, mehr Entscheidungsfreiheit in die mittlere Ebene, in die Teams, zum Einzelnen, wann und wie ich überhaupt und wo ich arbeite und wie ich Ziele erreiche, also mehr Verantwortung zu übergeben. Wenn wir die Fraunhofer-Kollegen, das Institut für Arbeitsorganisation und Arbeitswirtschaft fragen, die ja als die relevanteste deutsche wissenschaftliche Einheit für New Work und Wissensarbeit gelten, dann sagen die, es gibt drei Handlungsfelder, die du bewegen musst. Organisation, die Frage nach, wie organisieren wir Arbeit und Zusammenarbeit. Das zweite Handlungsfeld ist Technologie, also mit welchen technologischen Mitteln unterstützen wir diese Arbeit. Und das dritte Handlungsfeld ist Raum. Und dann hat es natürlich überall Schnittmengen. Also ein Beispiel für eine Schnittmenge wäre, wir wollen Raum besser buchen und reservieren, Booking Systems. Ja, ein Beispiel. Alle drei Handlungsfelder werden immer sehr mechanisch und sehr fachlich betrachtet. Und meine These ist, und das ist der Grund, weshalb ich letztes Jahr ein Buch verfasst habe, alles muss sich am Menschen orientieren und der gehört einfach in den Mittelpunkt. Ob ich mich frage, Organisation zu verändern, die erste Frage muss lauten, dient das, was wir jetzt verändern wollen, den Menschen? Dient es unseren Mitarbeitenden und den Kollegen? Bringt es uns voran? Kommen wir zu einem Ja? Machen. Kommen wir zu einem Nein, nochmal drüber nachdenken, kann ja nicht richtig sein. Und das gilt für alles. Das gilt für den Raum, das gilt für Organisation, das gilt für technologische Änderungen. Stellt immer den Menschen in den Mittelpunkt und fragt euch, bringt es uns als Menschen voran in der jeweiligen Organisation und des Unternehmens? Und natürlich ist New Work eine Frage des Umfeldes, also physische Welt, aber auch virtuelle Welt wird da zunehmend den also zunehmende Anteile ausmachen und eine Frage des Umgangs und dann sind wir bei der Kultur und natürlich auch bei Leadership. Eine New Office Strategie, und das ist ja die Frage dieser Veranstaltung, wie macht man eine zukunftsgewandte, menschenorientierte Bürostrategie? Eine New Office Strategie setzt sich also aus meiner Sicht aus drei physischen Welten zusammen. Erstens das Corporate Office mit den gerade von Martina sehr gut beschriebenen Zielen, die ich gleich mit einem Beispiel noch unterfüttern möchte. Natürlich aus dem Homeoffice. Es ist keine Entweder-Oder-Frage, sondern nur die Frage der Anteiligkeit und wie man da das Beste rausholt. Und drittens natürlich Third Places. Also das kann die DB-Lounge sein, wenn nicht gestreikt wird und wir das Netz auch benutzen können oder die Lufthansa-Lounge oder eben auch die Coworking-Anbieter oder die großen Organisationen wie eine Telekom oder andere könnten eigene Coworking-Orte betreiben, indem sie einfach allen Mitarbeitern alle Standorte öffnen würden, hätten sie ein eigenes Netz. Ja. Und wie verbindet man jetzt diese drei physischen Welten? Natürlich mit der virtuellen Arbeitswelt. Unser heutiges Erleben sind die Calls.
Da läuft vieles schon ganz gut, aber vieles auch nicht. Und das wird abgelöst werden durch Metaverses oder durch VR-Anwendungen der einzelnen Unternehmen. Und die großen dezentralen Organisationen, ein Beispiel wäre Accenture, haben längst ihr eigenes Metaverse für Onboarding Days, wo man sich mit einem immersiven Erlebnis in der virtuellen Arbeitswelt trifft und eine intensivere Zusammenarbeit in einer virtuellen Welt lebt. Wenn ihr mich fragt, findest du das geil, sage ich nein. Ich will Menschen treffen, persönlich. Ändert das was? Nö, das ändert nichts, das wird kommen. Ja? Das heißt, wir werden uns damit auseinandersetzen müssen, dass das kommt, und lasst uns daraus das Beste machen. Da wird es sehr gute und positive Anwendungen geben. Raum wirkt. Danke, Martina, für den super Aufschlag. Du hast gesagt, wirksame Räume haben eine Superpower oder Räume haben eine Superpower. Der Glaubensgrundsatz bei Designfunktion heißt Raum wirkt. Und da geht es genau darum, dass Wirkung über Raum sehr, sehr viel bewirken kann. Also sprechen wir über das Negative. Schlechtes Licht macht uns müde, schlechte Akustik erhöht die Fehlerquote. Sprechen wir über das Positive. Angenehme Räume geben uns Kraft, Wohlbefinden, können uns inspirieren, können Zusammenarbeit verbessern, können Kommunikation erhöhen, können das im Sinne des Schweizer Taschenmessers, ich bleibe bei Martina, mit dem richtigen Werkzeug uns verhelfen, bessere Arbeit zu machen. Also Raum wirkt, absolut. Und hier geht es darum, die Wirkung ganz bewusst aufs jeweilige Projekt zu adressieren. Welche Wirkfelder sind das? Erstens, Transformation beschleunigen. Wenn ein Raum die gewünschte Veränderung unterstützt, sind wir in der Transformation schneller. Wir verändern uns. Allein die Frage nach, wie organisiere ich meinen Tag, was mache ich wo, ist eine krasse Mindset-Veränderung zu, ich gehe jeden Tag an denselben Platz. Ich frage mich plötzlich, wie setze ich das Werkzeug Raum ein? Es wird helfen, Transformation zu beschleunigen. Zweites Wirkfeld ist Leistung fördern. Na klar, ich bin Unternehmer mit einer Organisation von fast 400 Mitarbeitenden. Da geht es nicht um Romantik. Ich will eine menschenzentrierte Arbeitswelt. Der Mensch ist mir wichtig, sonst schreibe ich kein Buch drüber. Aber es geht auch darum, gute Ergebnisse zu erzielen. Die These 12 in meinem Buch lautet: Menschenzentrierung, menschliche Potenzialentfaltung, ökologische Nachhaltigkeit und Potenzial und ökonomischer Erfolg sind gleichrangige, gleich wichtige Ziele. Das ist für mich modernes Unternehmertum. Menschen, Nachhaltigkeit und Ergebnisse als gleich wichtig zu erachten. Also geht es auch darum, Leistung zu fördern. Flächeneffizient nutzen. Der Spiegel Online hat mich vor ein paar Monaten zitiert mit dem Statement: Miete die Hälfte, aber mach's doppelt so geil. Gerade hat uns Robert was gezeigt, mit 91% der deutschen Unternehmen wollen Fläche nicht reduzieren. Die meisten Tickets, die wir beraten, zahlen durchaus auch darauf ein, Fläche optimiert einzusetzen. Und ich halte es auch vor dem Hintergrund der Nachhaltigkeit für wichtig. Warum? Was glaubt ihr, wie viel Prozent des weltweiten CO2-Footprints, der kompletten Emission von CO2, entfallen auf die gebaute Umwelt? Was glaubt ihr? Tipps? 30%, sehr guter Tipp. 40% geschossen. 40%. Es sind 40%. 40% des weltweiten CO2-Footprints entfallen auf die Vormaterialien wie Beton, etc., das Bauen von Immobilien und das Bewirtschaften mit Energie. Da darf kein Quadratmeter zu viel verschwendet sein. Also natürlich muss es flächeneffizient sein. Nicht nur wegen Miete und Raumkosten, auch wegen der Nachhaltigkeit. Nächstes Handlungsfeld ist Mitarbeitende binden, und das ist eins unserer Lieblingsthema. Wenn wir eine Büro- und Arbeitswelt gestalten, die Menschen begeistert, wo Menschen gerne sind, wo Menschen sich identifizieren, dann hat das Bindungskraft. Das ist großartig. Ich zeige euch gleich ein Beispiel. Fünftes Handlungsfeld, Ausfälle minimieren, die gute alte Gesundheitsthematik, Ergonomie. Ist ja auch ein Nachteil in den meisten Homeoffice-Situationen. Wir können in der Büro- und Arbeitswelt im Unternehmen bessere ergonomische Voraussetzungen bieten. Und das sechste Handlungsfeld ist die Marke stärken. Sechs relevante Handlungsfelder, die wir über das Office pushen und fördern können. Und natürlich hat es eine Zukunft. Allein wenn man sich die sechs Themen anschaut. Jetzt greife ich mir eins raus, Marke stärken, und gehe da mal tiefer rein. Wenn Sie eine Arbeitgebermarke im Raum vermitteln wollen, fragen Sie sich bitte Folgendes. Fragen Sie sich nach der Identität. Wo kommen wir her? Was macht uns besonders? Fragen Sie sich, wo wollen wir hin? Was sichert unsere Zukunft?
Wofür stehen wir? Was ist die Basis unseres Handelns? Für welche Werte stehen wir? Und die kulturelle Frage, wie arbeiten wir zusammen und was erleben wir im Alltag? Das sollte man sich sowieso fragen, wenn man eine Unternehmung bewusst kulturell und als Arbeitgebermarke entwickeln will. Aber auch in einem Raumprojekt braucht es diese Grundlagen. Wenn das Ihre Recruiting-Kampagne ist, komm zu uns, erschließe mit uns alle Chancen, denk total frei, die Welt gehört dir und so sieht das Büro aus, dann passt das nicht. Und wenn das die nächste Recruiting-Kampagne ist, hey, Kommunikation, gemeinsam finden wir Lösungen und so weiter, dann sieht bitte so kein Besprechungsraum aus. Ja? Da ist das Versprochene, wofür steht die Marke und das Erlebte so weit auseinander, da ist alles kaputt. Wie macht man es richtig? Ein Beispiel habe ich mitgebracht, Thomann. Wer kennt Thomann? Ist der weltweit größte Musikhändler und für alles rund um das Thema Musik und Instrumente, sehr, sehr erfolgreich. Wir haben für Thomann eine Fläche realisiert mit knapp 6000 Quadratmeter für 450 Leute und die Aufgabe war, vermittelt unsere Kultur und vermittelt unsere Marke. Und jetzt zeige ich euch Beispiele. Das Mischpult, da wird nicht Musik gemischt, sondern Essen. Ja? Die Verkehrswege sind Klaviertastaturen. Die Leuchten sind Schallplatten, sind zeitgleich Akustikabsorber. Das Thema Musik findet in Licht als Klaviertasten genauso wie auf dem Boden statt. Die Statements, Music is our passion, empfangen uns an jeder Etage, wofür die Company steht und woran sie glaubt, wird visuell erlebbar gemacht. Music is the voice of our soul oder Jimi Hendrix heißt uns willkommen im Eingang, aus Platten zusammengestellt. Also hier sieht man überall, dass es um Musik geht. Und die Wellen, die Musik hat, sind in den Wänden abgebildet. Und was Musik mit uns macht, wenn wir ein Konzert besuchen, Adrenalin, Freude, Partystimmung, holen wir in das Büro und zeigen, was das Produkt oder was das Thema mit uns als Menschen macht. Also bringen wir es auf die sonst langweiligen weißen Wände und zeigen, hier geht's um Musik. Und ich verspreche Ihnen, jeder, der dieses Büro betritt, weiß, Thomann steht für Musik, Thomann liebt Musik und Thomann, da dreht sich alles um Musik. Und das ist die Kraft von Raum, wenn wir Raum als Botschafter verwenden. Es gibt eine große Nähe zwischen Sport und auch anderen Themen und Musikern. Hier ist das beispielhaft gezeigt von Pele und Bob Marley. Und wir holen die Dinge in die Fläche. Was ist also mein Appell? Wenn Sie Arbeitgeberattraktivität über Raum vermitteln wollen, identifizieren Sie die Einzigartigkeit Ihrer Marke. Wofür stehen Sie? Worum geht's? Integrieren Sie Räume in die Gestaltung der Employee Journey. Employee Journey, neuer Begriff. Alle Welt redet über die Customer Journey und da werden Milliarden für ausgegeben. Was erlebt der Kunde, wenn er uns online besucht, auf der Website? Was erlebt er im Shop? Was erlebt er, wenn ein Paket ankommt? Alle machen sich Gedanken um eine Customer Journey. Warum fragen wir uns nicht, wie sieht unsere Employee Journey aus? Was erlebt ein Mitarbeiter, wenn er sich bewirbt, wenn er bei uns angefangen hat, wenn er das Büro besucht, wenn er seinen Tag organisiert, wenn er Räume betritt? Was erlebt er denn dann? Also die Employee Journey ist zu gestalten. Und drittens, fördern Sie die gewünschte Kultur mit einer passenden Raumgestaltung. Na klar, dass das von mir, von Designfunktion kommen muss. Aber es ist auch klar, dass Raum die Kraft hat, das meiste aus uns rauszuholen. Ich möchte gerne mit meinem Buch inspirieren oder mit meinen LinkedIn Live Talks einmal im Monat oder alle 14 Tage mit dem Newsletter zum Thema Arbeitgeberattraktivität. Wer von mir inspiriert werden möchte und mit Informationen versorgt werden möchte, holt jetzt die Kamera raus, geht da drauf und dann gibt's kleine Geschenke, die Präsentation im Download. Wer will, kann sich die Fraunhofer-Studien, die wir beauftragt haben, als Designfunktion downloaden. Da gibt's spannende Studien zum Thema, wie ändert sich Büro- und Arbeitswelt, das Buch von Designfunktion anfordern. Oder eben mein Buch, ist ein Kollege da und hat ein Buch von mir dabei, ist der Björn da. Oder mein Buch bestellen, das gibt es leider nicht geschenkt, außer jetzt hier. Ich hätte 5 Stück von einem Kollegen mitgebracht bekommen sollen. Da ist es, super, danke Björn, super. Also ein paar sind dabei, wer möchte, kann ein Buch von mir bekommen. Für Fragen stehe ich gern zur Verfügung, vielen Dank.